Stellen wir uns vor, Marx würde von den Toten auferstehen und Trotzki treffen. Endlich, Genosse Marx. Kennen wir uns? Sagen wir mal, wir sind theoretisch miteinander vertraut. Glaubst du ans Schicksal, Genosse? Nein. Warum nicht? Weil die Emanzipation des Proletariats die Kritik der bürgerlichen Ideologie erfordert. Ich weiß genau, was du meinst. Willst du die Wahrheit erfahren, Genosse? Du bist Sklave einer liberalen Ideologie, die tiefer reicht, als du dir vorstellen kannst. Ideologie ist überall. Wenn du Shakespeare liest, den Schauspielunterricht deiner Tochter bezahlst, wenn du deine Hämorrhoidensalbe kaufst. Man kann niemandem erklären, was eine Ideologie ist, Karl. Du musst sie gesehen haben, um nicht daran zu glauben. Nimm die blaue Pille und du wirst in Köln als Herausgeber einer Provinzzeitung aufwachen und dich einer Freimaurerloge anschließen. Nimm die rote Pille und ich zeige dir, wie weit die permanente Revolution reicht.